Dieses Exemplar der Kopfgeburten gehörte meinem Vater. Und vorne drin hat Günter Grass geschrieben: Ihnen, lieber Herr Wickert, das Buch der Leberwurst nachgeliefert von Ihrem Günter Graf. Und das mit der Leberwurst ist nämlich so. Ich gebe zu, schreibt Günter Grass hier, dass die Idee mit der Leberwurst als möglicher Nebenhandlungsträger biografischer Natur ist. Kurz vor unserem Abflug ließ uns der Botschafter der Bundesrepublik in Peking, welches mein Vater war, wissen, dass ihm nach hausgemachter grober Leberwurst zumute sei. Also ließen wir bei unserem Dorfmetzger in Wevelsfleth, dem Jungmeister Köller, zwei angeräucherte darmpralle Würste in Folie einschweißen, verstauten die holsteinischen Produkte im Handgepäck und flogen sie in die Volksrepublik China ein. Da der Botschafter Erwin Wickert Anfang 80 pensioniert sein wird und dann aus allen diplomatischen Rücksichtigen entlassen wird, kann ich so offen reden. Also ist die Leberwurst keine Kopfgeburt, sondern Tatsache. Und auch die Freude des China-Kenners und Schriftstellers Wickert über die Wurst war unprotokollarisch tatsächlich. Ja, und dann schreibt Günter Grass, ein straffer Herr, der es verstünde, selbst seine Leidenschaften in Reih und Glied antreten zu lassen. Das hat mein Vater dann später mal eigentlich sehr ungern gelesen und hat protestiert und gesagt, das stimmt gar nicht, obwohl ich wiederum sagen muss, natürlich stimmt es. Und Günter Grass hat damals, weil dieses Buch ja noch nicht fertig war, ihn der Butt mitgebracht. Für Erwin Wickert steht hier mit herzlichem Dank für seine Gastfreundschaft und Ginseng-Orgien. Ein Gruß von Günter Grass, Peking am 27.09.79. Das mit den Ginseng-Orgien war nämlich so. Mein Vater hatte Grass und seine liebe Frau Ute eingeladen, mit in der Residenz zu wohnen, wo ich zufällig gerade dort war, weil ich dort nämlich mit meinem Kameramann eine ganze Reihe von Reportagen in China drehte. Und jeden Abend, bevor wir ins Bett gingen, aßen wir, tranken wir ein oder zwei kleine Ampullen Ginseng, weil das ja angeblich so unglaublich gut sein soll. Und das haben wir gesagt, dass wir unser Leben verlängern. Nun, weil Grass und Ute dort waren, weil Grass an der Universität sprach, weil er mit Schriftstellern sich traf, weil er auch zur Mauer der Demokratie ging, wo also diese großen Bilder und Schriften hingen, wo jeder sagen konnte, was er wollte, sagte ich, da mache ich doch einen Film für TTT oder auch für die Tagesthemen daraus und fahre mit ihm und mit Ute immer zusammen, nehme die im Auto mit, wenn ich fahre, und der Kameramann. Und eines Abends sagte mein Vater, der Botschafter in Peking, zu Günter Grass und auch natürlich zu meinem Kameramann und mir, er lade uns ein, in die Peking-Oper zu gehen. Gut, wir waren zum Drehen unterwegs mit Günter Grass und mit Ute. Ich sagte, vor der Peking-Oper gehen wir jetzt erst einmal sehr schön chinesisch essen. Ich kenne dort ein Lokal, das man mir genannt hat. Dort sind wir hingegangen und dann bekamen wir so Karten auf Chinesisch, stand da alles, keiner von uns konnte es. Und die Kellnerin fragte mich immer, was wir essen wollten, und ich sagte immer, schüsche, schüsche, schüsche. Und dann sagte Günter Grass, was ich denn bestellt habe. Und dann habe ich gesagt, Che Mao Tai, Che Piju, vier Schnaps, vier Bier. Ja, und was hast du zu essen bestellt? Sag ich, weiß ich nicht. Da hast du mit der Dauernd immer geredet. Da habe ich gesagt, ich habe immer nur Ja gesagt, weil ich gedacht habe, die wird uns dann schon mal eine normale Essensfolge bringen. Und so war es dann auch. Allerdings habe ich immer wieder Che Mao Tai, Che Piju bestellt. Und dann sind wir in die Oper gefahren. Und ich muss sagen, wir waren ziemlich betrunken. Naja, logischerweise sind wir dann auch während der Peking-Oper sofort eingeschlafen. Grass hat ein bisschen geschnarcht. Dem Botschafter hat das gar nicht gefallen. Und bei der ersten Pause hat er gesagt, wir gehen jetzt. Und dann sind wir gegangen. Und naja, gut, wir waren etwas nüchterner, um dann wenigstens bei der Ginseng-Orgie wieder mitzumachen. Ich selber habe von Günter Grass dort dann geschenkt bekommen eine seiner Zeichnungen, seiner Gradierungen, nämlich vom Butt.
Und ich bin mit ihm ja gewesen dann und mit Ute und dem Kameramann bei der Mauer der Demokratie, wo er dann mittels Dolmetscher mit einem chinesischen Maler gesprochen hat. Und der chinesische Maler hat ihm ein Bild geschenkt und Grass hat ihm ein Radierung geschenkt. Jetzt war der chinesische Maler völlig verblüfft und hat gesagt, was bitteschön ist das? Er kannte die Form der Radierung nicht. Grass hat ihm das alles erklärt und hat gesagt, ich schreibe Ihnen dazu noch mal etwas. Er hat dann tatsächlich aus Deutschland ihm noch etwas geschrieben, aber er weiß nicht, ob es der Maler je erhalten hat und ob er das dann auch verstanden hat. Also, das war für mich der Beginn einer langen Freundschaft mit Günther und mit Ute. Und wie gesagt, die Leberwurst haben wir zusammen aufgegessen.